steigen wir hier ein. Also, wir sind ja mittendrin in der Prädikatenlogik. Und beim letzten Mal hatten wir uns schon angeschaut, den Gödel'schen Vollständigkeitssatz. Und ich meine, der besagt, das ist so eine Existenzaussage, der sagt, es gibt Kalküle, die Prädikatenlogik erster Stufe oder für PL1 vollständig sind. Ja. Das heißt ja wiederum, dass Folgerung und syntaktische Ableitung äquivalent sind. Alles, was sich folgern lässt, lässt sich auch ableiten. Oder kurz gesagt, jede wahre Aussage ist beweisbar. Ja. Aber das ist natürlich jetzt noch nicht so richtig praktisch interessant für uns, weil die Aussage, es gibt Kalküle, wir hätten gern einen von denen, die es da irgendwo gibt. Ja. Aber das wird die Resolution sein und wir werden heute noch einen Satz sehen, analog über die Resolution. Ja. Aber weil der ja so bekannt bzw. berühmt ist, dieser Gödel'sche Vollständigkeitssatz, habe ich den einfach hier auch noch mit aufgeführt. Okay, und dazu gehört, ich habe ja gerade vorhin aus Versehen schon gesagt, Folgerung und syntaktische Ableitung sind äquivalent. Das sind sie aber nur, wenn ich ein Kalkül habe, der vollständig und korrekt ist. Weil Korrektheit heißt, wenn alles, was sich ableiten lässt, ist auch wirklich eine logische Folgerung. Das ist genau die andere Richtung von der Äquivalenz. Ja? So, und jetzt können wir eben sagen, Beweisbarkeit und Folgerung sind äquivalent. Ja? Für Kalküle, die korrekt und vollständig sind. Okay, gut, also. Wir machen jetzt weiter in Richtung Resolutionskalkül für PL1. Ja? Und wir schauen uns jetzt an, dieses Beispiel. Also wir wollen ja immer noch zeigen aus unserer bekannten Verwandtschaftswissensbasis, das folgt Kind Eva Otto Anna. Ja? Warum? Jetzt muss ich gerade mir. Ja, genau. Das ist ein Fehler hier auf der Folie da oben. Das muss tatsächlich heißen, entweder Q gleich Kind oder nicht Q gleich Nicht-Kind. Ja? Wir wollen ja Kind Eva Otto Anna beweisen. Ja? So, also dieses Nicht an der Stelle, das ist einfach falsch. Gut, und zwar... das tun wir dann zu unserer Wissensbasis dazu. Und zwar auch für die Wissensbasis benötigen wir hier nur einen Teil von unserem gesamten Wissen und wir schreiben auch nur diesen Teil hin. Nämlich wir brauchen dieses Kindfakt, Eva, Anna, Otto. Wobei zu beachten, hier sind Anna und Otto eben vertauscht. Ja? Dann brauchen wir, um die Vertauschung quasi behandeln zu können, brauchen wir die Symmetrie von dem Kindprädikat und die haben wir hier, yz, zy, ja? Und hier die negierte Anfrage. Okay, und jetzt versuchen wir einmal Resolution zu machen mit dem, was wir aus der Aussagenlogik kennen. Naja, ich meine, da würden wir eigentlich gerne starten mit unserer Anfrage hier und dann müssen wir ja die beiden vertauschen. Das heißt, dann brauchen wir diese Symmetrieformel. Aber da steht jetzt x, y und z und da steht Eva, Otto, Anna. Und das hier sind Konstanten und das sind Variablen. Ja gut, aber ich meine, ich denke, das ist naheliegend, was man da tut. Variablen darf man ersetzen durch Terme und Konstanten sind Terme. Also ersetzen wir die Variablen durch die passenden Konstanten. Das heißt, wir tun erst einmal so Ersetzungsoperationen machen. X durch Eva, Y durch Anna und Z durch Otto ersetzen. Und zwar
in dieser Klausel 2 hier. Und dann kriegen wir eben die hier mit der Nummer 4. Und jetzt können wir Resolution machen zwischen den Klauseln 3 und 4. Ja? Und zwar diese beiden Literale, die sind komplementär. Das heißt, die werden wegresolviert und übrig bleibt dieses eine Literal aus der Klausel 4 und das nennen wir dann Klausel 5. So, und jetzt sind wir fast fertig, denn wir sehen, hier haben wir jetzt so eine negierte Unit-Klausel und da haben wir das Fakt. Das heißt, dann machen wir Resolution mit den beiden, haben die leere Klausel und sind fertig. So, gut. Ja, man könnte jetzt meinen, okay, wir brauchen also noch, damit die Resolution für PL1 funktioniert, brauchen wir noch die Möglichkeit, Variablen durch Konstanten zu ersetzen und dann haben wir alles, was wir brauchen. Aber dem ist leider nicht ganz so. Wir brauchen jetzt wir brauchen ein Konstrukt, das mächtiger ist als nur dieses einseitige Variablen durch Konstanten ersetzen. Und das möchte ich jetzt aufzeigen an dem nächsten Beispiel. Ja. Erst einmal intuitiv. Wir verwenden das Wissen, jeder kennt seine eigene Mutter und stellen die Frage, kennt der Hans jemanden? Und ich meine, intuitiv ist die Antwort leicht zu geben. Es ist ja klar, wenn er seine eigene Mutter kennt, dann kennt er jemanden. Ja. So, und das wollen wir jetzt mit Logik formalisieren und beweisen. Dieses jeder kennt seine Mutter, wobei das schreiben wir jetzt gleich in konjunktiver Normalform hin. Ja? Das machen wir so, wir sagen kennt von x, also wir verwenden ein Prädikat kennt, kennt von x, Mutter von x. Und Mutter von x, das ist jetzt, also Mutter ist ein Funktionssymbol, ein einstelliges. Ja? Okay, und dann wollen wir ja zeigen, kennt der Hans jemanden? Ja? Und das formalisieren wir so, indem wir sagen, nicht kennt Hans Y. Ja? Genau. Ja. Sollen wir das vielleicht kurz noch an der Tafel uns anschauen? Was da passiert, weil da haben wir ja eigentlich irgendwo ein Existenzquantor drin. So, ich glaube, jetzt müssen wir mit farbiger Kreide weitermachen. Also, was wollen wir zeigen? Ob der Hans jemanden kennt. Ja? Das heißt, das würden wir jetzt mal so hinschreiben. Es gibt Y mit kennt Hans Y. So, halt, eine Klammer zu viel. Ja. Und jetzt, das ist unsere Anfrage Q. Die negieren wir jetzt und tun sie zur Wissensbasis dazu. Das heißt, wir schreiben da nicht davor. Ja, und das ist dann äquivalent zu, wenn wir das nicht da reinziehen, für alle Y nicht kennt Hans Y. So. Und das haben wir jetzt hier. Und ich meine, nachdem wir am Ende Klausel Normalform haben und vorne ein Allquantor steht, können wir den ja weglassen. Okay, so, also unsere Wissensbasis zusammen mit der negierten Anfrage ist jetzt diese Formel. So, und jetzt schauen wir mal, also das ist eine ganz simple Formel, ja. Da habe ich, also das ist die eine Klausel und das ist die andere Klausel. Und, naja,
Wir haben zweimal das Kennt-Prädikat, einmal positiv, einmal negativ. Das sieht schon fast nach zwei komplementären Literalen aus, aber bloß fast. Weil die Argumente hier, Hans und Y und da X und Mutter von X, die passen halt wieder mal nicht so ganz. Naja, jetzt müssen wir eigentlich bloß das gleiche Spiel treiben wie vorhin, nämlich irgendwelche Variablen durch Konstanten ersetzen. Also, fangen wir an. Das erste Argument, da steht X und da steht Hans. Ja, also, dann ersetzen wir halt X durch Hans. Ja, und das Y hier, da haben wir die nächste Variable, das ersetzen wir jetzt durch Mutter von X. Aber dann haben wir ein Problem. Weil dann haben wir was falsch gemacht. Dann haben wir hier Y durch Mutter von X ersetzt und tatsächlich steht hier gar nicht mehr Mutter von X, weil wenn wir hier das X durch Hans ersetzen, dann steht natürlich hier drin auch Hans. Ja? Das heißt, dieses Hans, was wir hier ersetzen, wirkt sich da aus und dann über diese Verbindung auch auf das Y. Das heißt, die richtige Ersetzung heißt natürlich, Y wird durch Mutter von Hans ersetzt. Ja? Wenn wir das machen, dann sind die Argumente von dem Literal hinterher gleich wie die Argumente von dem Literal. Ja? Also X durch Hans ersetzen und Y durch Mutter von Hans. So. Also, ich meine, Sie merken, die Sache ist nicht so ganz trivial. Die Ersetzung hier in dem ersten Argument, also hier in dem ersten Argument, führt zu einer Änderung in dem zweiten Argument und das wiederum führt zu einer Änderung hier im zweiten Argument. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben noch komplexer geschachtelte Funktionssymbole und viele Argumente, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, dann wird diese Ersetzungsgeschichte gar nicht mehr so trivial sein, dass wir einfach sagen, ha, Variablen durch Konstanten oder auch Variablen durch Terme ersetzen, sondern da können sich Zyklen ergeben. Ja? Und diese Ersetzungsoperation ist dann alles andere als trivial. Und vor allem geht die Ersetzung nicht mehr bloß in einer Richtung, dass wir sagen, ha, ja, wir ersetzen halt hier drin die Variablen durch irgendwelche Konstanten oder Terme, sondern hier drin auch. Und das ist dann so ein wechselseitiger Prozess. Und also sprich, wir machen nicht mehr nur eine gerichtete Ersetzung in einer Richtung, in einem, also in einem Prädikat, sondern in dem anderen auch noch. Und dieser Prozess, der eben dann nimmer so einseitig gerichtet ist, der heißt dann Unifikation. Ja? Unifizieren, das heißt sowas wie gleichmachen. Ja? Und darum geht es ja auch. Wir wollen ja die Argumente von diesen beiden Literalen gleich machen. Und über diesen Unifikationsprozess wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Dazu definieren wir hier, zwei Literale heißen unifizierbar, wenn es eine Ersetzung Sigma für alle Variablen in den beiden Literalen gibt, welche die Literale gleich macht. Solch ein Sigma wird Unifikator genannt. Und dann ganz wichtig jetzt, ein Unifikator heißt allgemeinster Unifikator, auf Englisch Most General Unifier und abgekürzt MGU, wenn sich aus ihm alle anderen Unifikatoren durch Ersetzung von Variablen ergeben. So, das wollen wir uns jetzt hier an einem Beispiel anschauen mit diesem allgemeinsten Unifikator. Und zwar haben wir jetzt zwei Literale, also das Prädikatsymbol heißt P. Und dann haben wir da Funktionen P von F und G von X, Y, Z und P von U, U, F von U. Die beiden wollen wir unifizieren. So. Ja, was machen wir denn? Wir sehen schon zum Beispiel hier, die ersten beiden Argumente, die heißen gleich. Das heißt, hier drin muss das Y hat keine andere Alternative,
als gleich zu werden wie hier der erste Term. Also ersetzen wir y, hier steht unser Sigma 1, der Unifikator. Wir ersetzen y durch f von g von x, weil dann sind die ersten beiden gleich geworden. Ja? Und dann dieses z, das müssen wir durch f von u ersetzen, oder? Ja, genau. Das müssen wir durch f von u ersetzen, aber u ist ja schon f von g von x, also müssen wir das z ersetzen durch f von g von x. Und genau, und das u, das müssen wir durch f von g von x ersetzen. So. Ja, gut. Das ist aber jetzt nur einer von unendlich vielen Unifikatoren. Hier haben wir einen anderen, Sigma 2, und zwar ersetzen wir erst einmal x durch h von v. So, da oben haben wir x durch gar nichts ersetzt, aber das können wir ja machen. Ja? Schauen Sie, wenn es eine Ersetzung Sigma für alle Variablen gibt, welche die Literale gleich macht. Gut. Im Prinzip machen wir eigentlich das gleiche wie da oben, bloß wir tun zusätzlich noch x durch h von v ersetzen. Und wenn wir x durch h von v ersetzen, müssen wir das hier natürlich auch tun. Das heißt, hier kriegt man noch eine Schachtelungstiefe mehr und da auch und da auch. Ja. Und das Spiel können wir natürlich weiter treiben. Wir können auch x durch h von v ersetzen und dann wird der Term noch ein bisschen komplexer. Oder wir können x durch h von a ersetzen. Dann sieht es so ähnlich aus wie da oben, bloß mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier keine Variable mehr haben, sondern eine Konstante. So, und oder wir können auch noch x durch a ersetzen. Und dann haben wir die Terme hier, die sind dann gleich komplex wie oben, aber wir haben hier eine Konstante statt einer Variablen. So, und das Sigma 1, das ist tatsächlich der allgemeinste Unifikator. Und weil das der allgemeinste Unifikator ist, gehen alle anderen durch Ersetzung aus dem hervor. Ich meine, wir sehen es ja auch sehr schön. Wir haben diesen Unifikator und wir ersetzen zusätzlich x durch den jeweiligen Term. Ich meine, wenn wir jetzt den letzten anschauen zum Beispiel, das ist kein allgemeinster Unifikator, weil wir können Sigma 1 nicht aus Sigma 5 erzeugen. Denn hier haben wir eine Konstante und Konstanten dürfen wir nicht ersetzen. Ja, gut. Ja, jetzt noch ein paar Bemerkungen zum Thema Unifikation. Das erste, Prädikatssymbole werden eigentlich wie Funktionssymbole behandelt. Also gehen wir gerade nochmal zurück. Wenn wir jetzt das hier anschauen, ich meine, wenn das so dasteht hier, dann sehen wir das dem Ausdruck gar nicht an, ob das jetzt ein Literal ist oder ein Funktionsterm. Das Ganze hängt davon ab, ob P eben jetzt ein Prädikatssymbol oder ein Funktionssymbol ist. Ja? Und das Ganze funktioniert natürlich genau gleich, egal ob P jetzt ein Prädikatssymbol oder Funktionssymbol ist. Insofern muss man da nicht unterscheiden zwischen Prädikaten und Funktionen. Gut, das heißt, das Literal wird wie ein Term behandelt. Die Argumente von Funktionen werden sequenziell abgearbeitet. Also sprich, das heißt, wir können tatsächlich hergehen und sagen, wir schauen uns jetzt das erste Argument an und versuchen die beiden gleich zu machen. Und die Terme, über Terme müssen wir natürlich rekursiv absteigen. Ja. Ja, jetzt haben wir hier dummerweise nirgends zwei komplexere Terme, die wir unifizieren wollen. Machen wir vielleicht an der Tafel gerade auch nochmal so ein Beispiel. Thank you.
von f von g von x, h von g von x. So, das sei das erste, der erste Term. Und dann nehmen wir p von f von u, h von a. So. Und jetzt, ich meine, die Argumente von p, das hat, p hat eh bloß ein Argument, die müssen wir jetzt unifizieren. Und jetzt müssen wir natürlich rekursiv über die Termstruktur die Unifikation machen. Ja? Und da möchte ich vielleicht auch gerade noch ein paar Ideen loswerden, wie man sowas auch implementiert. Wir stellen uns jetzt vor, wir müssten einen Resolutionsbeweiser für PL1 in C implementieren. Jetzt könnte man natürlich hergehen und solche Literale einfach als String kodieren. Und dann haben wir da einen String und dann haben wir da einen String und dann müssen wir die beiden Strings parsen und dann irgendeinen Algorithmus finden, der die unifiziert, sprich gleich macht. Ja. Aber das wäre sehr unpraktisch, wenn wir da die Terme jedes Mal parsen würden, weil wir ja immer wieder mit denen arbeiten müssen. Jetzt so ein String ist einfach nicht optimal geeignet. Viel besser geeignet ist, ja, was für eine Darstellung für solche Terme. Hat da jemand eine Idee? Was für Datenstrukturen würden wir da hernehmen? Theoretisch können wir es ja jetzt bauen. Genau, sehr gut. Ja? Also tatsächlich, jeder Funktionsterm ist ein Baum. Ja? Von der Struktur her ist ein Funktionsterm ein Baum. Okay. Und wie tut man in C zum Beispiel Bäume repräsentieren? Mit Pointern, klar, über verkettete Listen. Ja, klare Sache. Also ich glaube, bis auf die verketteten Listen müssen wir jetzt nicht runtergehen. Ja? Sondern wir schauen uns einmal die zwei Bäume an, die wir hier haben. Also hier sieht der Baum dann so aus. Der Wurzelknoten heißt P. Und das P hat ein Argument und das heißt F. Und das F hat zwei Argumente, nämlich U und H. Und das H hat wieder ein Argument, nämlich A. So. Genau. Und jetzt tun wir vielleicht noch hier bei den Blattknoten entweder einen Kreis drumherum machen oder so ein Quadrat. Kreis heißt, das ist eine Variable und Quadrat heißt, das ist eine Konstante. Und, weil die müssen wir ja unterscheiden. So, und hier, da haben wir jetzt auch wieder P, F und F ist ja ein zweistelliges Funktionssymbol. Da haben wir G und da haben wir H. Und da haben wir dann wieder G. Und da haben wir X, Variable. Und bei dem G haben wir auch ein X, Variable. So. Ja, jetzt haben wir hier zwei Bäume. Der erste Baum und der zweite Baum.
Und jetzt müssen wir schauen, ob wir durch Unifikation, nämlich durch Ersetzung von Variablen, die beiden Bäume gleich machen können. Und da gehen wir jetzt rekursiv über die Struktur. Das heißt, wir starten am Wurzelknoten, dann steigen wir 1 ab. Hier haben wir F, also da passt es noch, alles gleich. Da haben wir G und da haben wir U. Jetzt schreiben wir mal hier in der Mitte vielleicht, was wir jetzt tun werden. Ja, wir werden wohl U ersetzen durch G von. Ja, vermutlich X. Ja. Wobei ich das jetzt noch offen lassen will, weil es wird vermutlich nicht X sein. Also das U müssen wir ersetzen durch G von vielleicht X. So, und jetzt steigen wir auf der rechten Seite weiter ab. Da haben wir H von A. Genau, und da drüben haben wir G von X. Und was machen wir jetzt? Ja, wir machen nichts mehr, die Terme sind nicht unifizierbar. Also, wenn das A eine Konstante ist, und dann eigentlich müssten wir hier jetzt eine Variable haben, die wir dann durch diesen Term ersetzen können. Ja, also wir können jetzt ja unser Problem ein bisschen modifizieren und sagen, oh, wir nehmen das A hier raus und tun es da rein. Dann sieht es besser aus. Also das heißt, das hier noch ändern. Also hier haben wir jetzt ein x-Variable und da haben wir unser a als Konstante. So. Und jetzt haben wir hier h von x und auch h von g von a. Das heißt, wir ersetzen hier das x durch G von A. So. Und jetzt, wie war das nochmal? Hier haben wir das U gesagt, das ersetzen wir durch G von X. Achso, da oben fehlt noch was. Wie war das nochmal? Der hier ist das A und da ist das X. Ja? Jetzt haben wir natürlich das nächste Problem. Jetzt haben wir hier ein x und da ein x. Ja? Und das sind aber zwei verschiedene Variablen. Ja? Und zwar deswegen, weil die in verschiedenen Klauseln drin sind. Wir unifizieren ja immer Literale, die aus verschiedenen Klauseln sind, wenn wir jetzt Resolutionsschritte machen wollen zum Beispiel. Und deswegen müssen wir eine von den beiden Variablen umbenennen. Also tun wir das x hier zum Beispiel y nennen. So. Ja. So, und jetzt wird die Sache klarer. Und da müssen wir jetzt dann auch y schreiben. So. Also. Jetzt h von y und dieses y ersetzen wir durch g von a. Jawohl. Und das x und das u hier ersetzen wir durch g von x. Jawohl, doch, ist richtig. Das heißt, wir bleiben bei dem x. Das x, das müssen wir nicht mehr weiter ersetzen. Ja? Genau. Okay, also das ist so jetzt die Basic-Idee für den Unifikationsalgorithmus. Wobei, das ist nur eine Idee, denn der Algorithmus selber,
der kann komplexer werden. Wegen diesen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Argumenten von Prädikaten kann das da, wie gesagt, ziemlich oft hin und her gehen und auch quasi so zyklisch werden. Und das ist ein eigenes Thema. Da gibt es Leute, Arbeitsgruppen, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Und ich möchte bloß kurz ein paar Worte über die Rechenzeit sagen, weil das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir wollen, dass die Unifikation schnell geht. Ja? Okay, erste Aussage, die einfachsten Unifikationsalgorithmen sind in den meisten Fällen sehr schnell, aber eben nicht immer. Was heißt denn in den meisten Fällen? Naja, wenn wir jetzt, stellen wir uns jetzt vor, und das ist der praktische Fall in der Anwendung, gerade in der KI, wir haben typischerweise große Wissensbasen mit ganz vielen Regeln und Fakten. Und die Anfragen, die können auch komplex sein. Also insgesamt die Formeln, die wir beweisen wollen, das sind typischerweise große Formeln mit vielen Klauseln, viele Literale und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, einen Resolutionsschritt zu machen, ich habe eine Klausel mit einem Literal P, von, das zum Beispiel so aussieht. Ja? Was mache ich dann? Ich suche mir Klauseln mit komplementären Literalen. Also ich suche mir quasi alle Klauseln, in denen irgendwo ein Nicht-P vorkommt. Und das können Hunderte sein, es können Tausende sein. Und dann werden die abgeklappert und alle durchsucht und ich versuche, dieses Literal mit allen Kandidaten zu unifizieren. Und deswegen muss die Unifikation natürlich schnell gehen und die geht auch in den meisten Fällen sehr schnell, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Literal finde, das heißt nicht P von A, dann sind wir ganz schnell fertig. Wir vergleichen das A mit dem F und sehen, das kann nie gehen. Weil eine Konstante darf ich nie durch F ersetzen. Und das ist der häufigste Fall, sowas, dass man sieht, dass man ganz schnell sieht, das kann nicht gehen. Ja? Sehr lang dauert es, weil wenn ich jetzt quasi Terme habe, tief geschachtelte Terme mit komplexer Struktur, die sehr ähnlich sind. Aber das kommt eher selten vor. Aber dann kann es sehr lang dauern, insbesondere wenn es mehrere Argumente gibt und dann also zyklische Geschichten. Okay, im Worst Case ist es jedenfalls für so komplexe geschachtelte Terme so, dass die Rechenzeit exponentiell mit der Termgröße wachsen kann und das ist natürlich unangenehm. So, das habe ich schon erwähnt, fast alle Unifikationsversuche scheitern, also ist die Worst-Case-Komplexität hat nicht so große Auswirkungen. Ja? Und dann wurden eben schnelle Unifikationsalgorithmen gefunden, die auch im Worst-Case fast lineare Komplexität haben. Also das Problem ist eigentlich gelöst und ist eben auch ganz wichtig, weil in so einem Theorembeweiser, gerade in einem Resolutionsbeweiser, der muss sehr schnell sein. Da wollen wir, dass der ganz viele Unifikationen pro Sekunde machen kann, weil die Suchräume ja gigantisch sind. Wir haben es ja schon gesehen, was macht denn Resolution? Resolution nimmt alle Klauseln aus unserer zu beweisenden Formel und versucht, neue Klauseln abzuleiten. So, das heißt, die am Anfang ohnehin schon große Klauselmenge, die wird mit jedem Schritt noch größer. Und das heißt, die Zahl der Möglichkeiten für Resolutionsschritte, die wächst immer weiter an. Und die muss ich eigentlich alle durchprobieren, um so einen Beweis zu finden. Ich habe also einen ganz übel explodierenden Suchbaum. Und den muss man halt schnell abarbeiten. Und wenn wir da jetzt nur eine Unifikation pro Sekunde machen könnten oder sowas, dann bräuchten wir es gar nicht versuchen. Also die modernen Beweiser, bei denen geht die Geschwindigkeit, die wird da in LIPS gemessen, Logical Inferences per Second, also logische Inferenzschritte pro Sekunde. Und die liegen so im Bereich
Zehntausende, Hunderttausende Inferenzen pro Sekunde. Okay, so, mit diesem Wissen können wir jetzt die allgemeine Resolutionsregel für Prädikatenlogik hinschreiben. Also, und zwar natürlich für Klauseln in konjunktiver Normalform. Wir haben gegeben eine erste Klausel mit Literalen A1 bis AM und einem Literal B und eine zweite Klausel mit einem komplementären Literal, nicht B' steht jetzt aber hier, und dann andere Literale C1 bis CN. So, und warum steht jetzt hier nicht B'? Ja, weil die sich in der Aussagenlogik unterscheiden sich die nur durch das Nicht-Symbol. Ja? In der Prädikatenlogik haben die aber eventuell unterschiedliche Argumente und müssen erst durch Unifikation gleich gemacht werden. So. Das heißt, damit wir so einen Resolutionsschritt durchführen können, müssen die beiden Literale unifizierbar sein. So, das heißt, es muss einen Unifikator Sigma geben, sodass gilt Sigma von B gleich Sigma von B'. Ja? Und dieser Unifikator Sigma, haben wir ja vorhin definiert, das ist eine Ersetzungsvorschrift für Variablen. Ja? So. Und außerdem wollen wir nicht irgendeinen Unifikator nehmen, sondern den MGU, das heißt den Unifikator, weil mit dem allgemeinsten Unifikator, also das ist erstens notwendig, das ist einfach notwendig. Wenn wir einen zu speziellen nehmen, dann wird die Resolution nicht mehr vollständig sein. Okay. So, und hier gleich ganz wichtig dieser Satz. Die Resolutionsregel ist korrekt, das heißt, die Resolvente folgt semantisch aus den beiden Vaterklauseln. Also alle Resolutionsschritte, die wir so durchführen können, die führen zu resolvierten, also neuen Klauseln, die tatsächlich logisch aus der Originalformel folgen. Ja, genau. So, also das ist einer von den beiden wichtigen Sätzen. Wir brauchen ja Korrektheit und Vollständigkeit. Ja, und die Vollständigkeit gilt die jetzt auch. Und da müssen wir noch einen kleinen Rückzieher machen jetzt. Die Vollständigkeit, die haben wir so noch nicht. Also der Resolutionskalkül mit dieser einfachen Inferenzregel ist noch nicht vollständig. Das reicht noch nicht aus. Es gibt Fälle von Formeln, die unerfüllbar sind, bei denen ich aber leider mit der Regel die leere Klausel noch nicht herleiten kann. Und so ein Beispiel wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen. Und zwar die Russellsche Antinomie ist genauso ein Beispiel. Ja. Sagt Ihnen das was, Russellsche Antinomie? Nö. Also Antinomien, das sind so logische Widersprüche. Ja. Und das ist die Russellsche Antinomie, die stammt von Bertrand Russell. Russell war ein Philosoph und Logiker, der sich eben unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt hat. Und zwar, er hat diese Aussage gemacht. Es gibt einen Barbier, der all die Menschen rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Ja, das ist jetzt eine Aussage. Ich meine, ist die Aussage wahr oder was ist denn mit der Aussage los? Gibt es so einen Barbier, der all die Menschen rasiert, die sich nicht selbst rasieren? Was würden Sie sagen? Nein. Warum nicht? Weil es ja mehrere geben kann. Also zwei Barbiere. Ja, das ist ja okay. Es gibt einen, das ist ein Existenzquantor, und es gibt einen, heißt es gibt mindestens einen.
Da steht nirgends, es gibt genau einen. Das ist tatsächlich eine Antinomie, das heißt, das ist eine unerfüllbare Aussage. Die ist falsch. Und zwar, wir müssen uns überlegen, ob dieser Barbier sich selber rasiert. Also nehmen wir mal an, der rasiert sich selber. Ja? Ja, was folgt dann? Dann folgt daraus, dass er sich nicht selber rasiert. Weil der rasiert ja genau diejenigen, die sich nicht selber rasieren. Also wenn wir annehmen, der rasiert sich selber, dann folgt daraus, dass er sich nicht selber rasiert. Und das kann nicht sein. Ja? Das ist ein Widerspruch. Jetzt nehmen wir mal an, der rasiert sich nicht selber. Dann muss es ja jemanden geben, der... Wenn er sich nicht selber rasiert, dann rasiert er sich ja selber. Weil der rasiert ja all die, die sich nicht selber rasieren. Also da haben wir auch den Widerspruch. Also, das heißt, diese Aussage, die ist in sich widersprüchlich. Oder anders gesagt, die Menge der Barbiere, die all die Menschen rasieren, die sich nicht selber rasieren, ist leer. Okay, jetzt formalisieren wir das in PL1 und wir müssen, wenn denn unsere Resolution funktioniert, in der Lage sein, aus dieser Formalisierung die leere Klausel abzuleiten. Ja? So, in PL1 formalisiert heißt es, für alle x rasiert Barbier, x genau dann, wenn nicht rasiert x, x. Also ganz einfach, straightforward und naheliegend. Ja? Also der Barbier rasiert genau dann so einen Menschen x, wenn der x sich nicht selber rasiert. Ist eigentlich schon blöd, ja? Weil eigentlich denkt man ja, die Barbiere sind dafür da, die zu rasieren, die sich nicht selber rasieren. Ja? Okay, aber das heißt ja nicht, dass es keine Barbiere gibt, ja? Sondern es gibt keine Barbiere, die all die Menschen rasieren, die sich nicht selber rasieren. Okay, aber das, ich sehe schon aus den fragenden Blicken, Sie können sich ja dann heute Abend noch länger damit beschäftigen. Ja? Intuitiv da sich Gedanken zu machen. Aber das Schöne ist ja, dass wir mit formalen Methoden daran gehen. Das heißt, da können wir ganz emotionslos das Ding in so einen Beweiser reinschmeißen und mal schauen, was der damit macht. Oder von Hand unseren Kalkül anwenden. Und das machen wir jetzt. Als erstes ist klar, tun wir diese Aussage in Klausel-Normalform transformieren. Das ist eine Übungsaufgabe und das Ergebnis von der Transformation, das sehen wir jetzt hier. Und zwar, wir kriegen dann zwei Klauseln. Die erste ist die hier und die zweite ist die hier. Ja? So, und zwar, was haben wir denn da? In der ersten Klausel haben wir diese beiden Literale drin. In der zweiten Klausel haben wir die gleichen Literale drin, bloß negiert. Also hier haben wir sie negativ und da haben wir sie genau identisch positiv nochmal drin. So, ja, eigentlich sieht es ja wunderbar aus, weil wir haben wunderschön komplementäre Literale. Also die... Eigentlich ist alles komplementär zueinander. Ja? Also wir könnten zum Beispiel jetzt Resolution machen mit diesem Paar von Literalen. Ja? Genau. Wenn wir den Resolutionsschritt machen, schreiben wir mal hin, was wir als Resolvente kriegen. So, also das heißt, diese beiden hier, die sind dann komplementär, die löschen sich weg und es bleiben übrig diese beiden. Ja? Und
Das heißt, wir müssen aufpassen, wir müssen in einer von den beiden Klauseln die Variable umbenennen. Also wir müssen hier zum Beispiel das x zu y umbenennen. Und aber dann durch die Unifikation werden die wieder gleich. Ja? Das heißt, wir kriegen eine neue Klausel, in der steht drin, nicht rasiert xx oder rasiert xx. Oder rasiert x, x. So. Die neue abgeleitete Klausel kriegen wir, Nummer 3. Ja, jetzt können wir mal noch einen anderen Versuch machen. Wir machen einmal einen Resolutionsschritt zwischen dem Literal und dem hier. Und dann müssen wir hier drin das x durch Barbier ersetzen. Oder? Ist richtig? Genau. Ja. Wir ersetzen hier drin das x durch Barbier und das x natürlich dann auch durch Barbier. Dann kriegen wir hier den Barbier rein und da kriegen wir auch den Barbier. Das heißt, dann kriegen wir eine Klausel, die heißt nicht rasiert von, ich kürze jetzt ab, b, b. Oder, halt, warte, es ist dann, genau, rasiert b, b. Klausel Nummer 4. So, jetzt haben wir diese beiden abgeleiteten Klauseln und die Originalklauseln. Jetzt schauen wir uns das mal an, was wir weitermachen können. Was können wir weitermachen an Resolutionsschritten? Oh, nichts mehr. Das würde ich nicht sagen. 3 auf 1. 3 auf 1 zum Beispiel, klar. Also, wir können dieses Literal mit dem hier resolvieren und dann kriegen wir das plus das andere, aber das liefert auch nicht so viel Neues. Ja? Also das Problem ist, dass wir eigentlich immer irgendwie solche Klauseln kriegen mit zwei Literalen drin. Ja. Das heißt, wir werden die leere Klausel gar nie kriegen. Wir schaffen es nie, die leere Klausel abzuleiten. Aber intuitiv haben wir ja da oben gesehen, das ist ein Widerspruch. Das heißt, da muss sich die leere Klausel ableiten lassen. Also, das kann nur daran liegen, dass die Resolution unvollständig ist. Uns fehlt noch eine weitere Inferenzregel, die, naja, schauen wir es uns doch mal an. Schauen wir mal diese zweite Klausel an. Da steht drin, rasiert Barbier, x oder rasiert x, x.
Das Barbier ist ja jetzt eine Konstante, ja? Und x ist eine Variable. Das ist jetzt so eine Oder-Aussage. Das heißt, wir wissen, der Barbier rasiert alle x, oder alle x rasieren sich selber. Ja, genau. Was ist denn hier die allgemeinere und was ist die speziellere Aussage? Ja, das rechte ist die allgemeinere, weil da zwei Variablen drin stehen. Ja? Das linke ist die speziellere Aussage. Barbier, x. So, und wichtig ist auch noch, diese beiden Literale, die sind auch noch unifizierbar. Ja? Also wir wissen quasi diese Oder-Verknüpfung, Barbier x oder xx. Also der Barbier rasiert beliebige oder jeder beliebige rasiert sich selber. Was ist dann jetzt quasi der Durchschnitt von diesen beiden Literalen? Also die Idee ist, können wir die nicht irgendwie ersetzen durch ein Literal? Also ja, nicht ersetzen, können wir daraus eine Klausel folgern, in der nur ein Literal drin steht? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet, jawohl, wir können das machen durch die sogenannte Faktorisierungsregel. Ja? So, und die schauen wir uns vielleicht schnell an. Die Faktorisierung einer Klausel erfolgt durch, also hier haben wir jetzt eine Klausel mit Literalen a1 bis an. Und wir können die Klausel jetzt ersetzen durch eine Klausel, die um ein Literal kürzer ist. Sprich, wir ersetzen diese beiden Literale a1 und a2 durch ein neues Sigma von A2, wenn A1 und A2 unifizierbar sind. Also wenn die beide unifizierbar sind, dann ersetzen wir die beide durch das eine unifizierte Literal. So. Ja, und das wenden wir jetzt an auf unser Beispiel. Und zwar, ja genau, jetzt müssen wir vielleicht gerade nochmal hier zurückgehen. Bleiben wir gerade mal bei der zweiten Klausel. Wir unifizieren diese beiden Literale hier. Ja, was passiert da? Ist klar, wir müssen das x durch Barbier ersetzen. Damit wird das x auch zu Barbier und rückwärts wird dieses x dann auch zu Barbier. Ja? Das heißt, das am Ende unifizierte Literal heißt rasiert von Barbier, Barbier. Genau, das kriegen wir als neue Klausel. Und das sehen wir dann hier. Faktorisierung von unserer zweiten Klausel mit dem Unifikator x durch Barbier ersetzt, liefert uns rasiert Barbier, Barbier. In der ersten Klausel können wir das gleiche auch machen. Und Sie sehen, das funktioniert genau gleich wie da drüben. Wir kriegen dann nicht rasiert Barbier, Barbier. So, das hier kriegen wir. So, und damit haben wir jetzt zwei neue abgeleitete Klauseln und jetzt sind wir fertig. Ja. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir den Widerspruch dastehen und wir können die leere Klausel sofort ableiten. So, vielleicht gehen wir gerade doch nochmal zurück und schauen uns an der Klausel 2 nochmal an, ob wir das irgendwie intuitiv verstehen können. Also, wir wissen, der Barbier rasiert beliebige Leute x oder irgendwelche x rasieren sich selber.
Wir können jetzt daraus nicht folgern, das Gilt rasiert XX. Also jeder rasiert sich selber. Weil das ja eine Oder-Verknüpfung ist. Ja? Aber wir können das Speziellere folgen, quasi das Speziellste, was wir da, was die beiden gemeinsam haben. Und das ist eben, das kriegen wir eben durch die Unifikation, indem wir das X durch Papier ersetzen. Ja. Genau. Das macht die Faktorisierung. Und wir können dann eben den Widerspruch ableiten. Und man kann jetzt auch beweisen, dass die Resolutionsregel zusammen mit der Faktorisierung vollständig ist. Ja? Das heißt, aus jeder unerfüllbaren Formel in konjunktiver Normalform lässt sich mit diesen beiden Inferenzregeln die leere Klausel ableiten. Na gut, und damit haben wir jetzt einen eigentlich ganz einfachen Beweiskalkül. Jedenfalls ist es, wenn man es bezüglich Formalisierung betrachtet, also das heißt, wenn wir das jetzt wirklich als Programm implementieren wollen, viel einfacher, als wenn wir beliebige PL1-Formeln hätten und viele verschiedene Inferenzregeln und so weiter. Wir haben unsere Formeln standardisiert in Klausel-Normalform und wir haben nur zwei simple Inferenzregeln. Das reduziert den Suchraum auch gewaltig, ja? Im Vergleich zu voller PL1 allgemeiner Syntax. Ja, und damit sind wir eigentlich soweit, dass wir uns über automatische Theorembeweise unterhalten können. Aber sobald wir anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, explodiert die Atombombe. Das ist tatsächlich so. Ja. Also wir kriegen tatsächlich eine üble kombinatorische Suchraumexplosion. Das ist das Problem, mit dem jeder zu tun hat, der sich mit automatischen Beweisen auseinandersetzt. Und deswegen, ich meine, das kann man machen und ich kann es eigentlich nur jedem Informatiker empfehlen. Ja? Das ist die hohe Schule der Informatik, wenn man mal einen automatischen Theorembeweiser programmiert hat. Ja? Weil da lernt man natürlich viel. Vor allem lernt man, wie programmiere ich ein symbolverarbeitendes System. Weil das, was wir tun hier in der Logik, ist, wir machen ja Symbolverarbeitung. Ja? Und das ist ja, wie soll ich sagen, den Rechnern nicht so in die Wiege gelegt. Ja? Weil Rechner sind dazu da, Bits zu verarbeiten. Das heißt, ich habe irgendwie Speicherzellen. In den Speicherzellen, da stehen Werte drin, Zahlenwerte, Nullen und Einsen. Und mit denen können wir arbeiten, problemlos. Ja? Und wir können natürlich auch mit Zahlen wunderbar arbeiten, weil die lassen sich binär schön darstellen. Also Numerik. Das können wir wunderbar machen. Aber was wir hier tun, wenn wir mit Logikkalkülen arbeiten, das ist Symbolverarbeitung. Hier solche Sachen wie Resolutionsschritte, Unifikation und so weiter, da müssen wir, das haben wir ja vorhin hier angeschaut, da müssen wir auf so Termstrukturen arbeiten. Also zum Beispiel müssen wir ein kleines, nettes Unterprogramm zusammen mit entsprechenden Datenstrukturen, wäre jetzt ein Unifikationsalgorithmus. Und dazu brauchen wir natürlich eine Baumstruktur, die implementieren wir über verkettete Listen. Und dann müssen wir natürlich den Resolutionsalgorithmus implementieren. Da braucht man eine Datenstruktur für Klauseln und dann drüber eine Datenstruktur für Mengen von Klauseln, also sprich für Formeln und so weiter und so weiter. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber es ist echt eine gute Übung, wenn man so einen Beweiser mal programmiert. Ich meine, ich habe jetzt hier als Übungsaufgabe nur gestellt, einen Resolutionsbeweiser für Aussagenlogik zu programmieren. Das ist ganz simpel, ja? Weil da müssen wir diese ganze Termgeschichten überhaupt nicht berücksichtigen, ja? Sondern eine PL1-Formel,
ist nichts anderes als eine Und-Verknüpfung von Klauseln. Und in der Klausel stehen Literale durch Oder verknüpft. Aber das Und das Oder, das brauchen wir ja gar nicht hinschreiben. Weil eine Klausel ist eine Liste von Literalen, da stehen dann Variablen drin, A, B, C, irgendwas. Und die können wir durch Komma trennen. Und dann haben wir eine Menge von Klauseln. Das Und brauchen wir auch nicht. Und die Resolution, da müssen wir halt komplementäre Literale suchen. Also ich habe mal in Mathematica so einen kleinen aussagenlogischen Beweiser implementiert. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ja. Aber so ein PL1-Beweiser, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Okay, gut. Und ich meine, bei der Aussagenlogik haben wir es natürlich insbesondere einfach. Weil da können wir uns dann sogar noch entscheiden, ob wir Wahrheitstafelmethode oder Resolution verwenden wollen. Okay, gut. Ja, aber wir wollten ja jetzt über automatische Beweise reden. Ja, da erzähle ich Ihnen jetzt ein bisschen was dazu. Also, und diese Beweise, die implementieren Resolution mit Faktorisierung und dann noch Strategien. Zusätzlich obendrauf noch Strategien mit dem Ziel, den Suchraum zu reduzieren. Ja. So, die erste Strategie, die wir uns jetzt kurz anschauen, ist die Unit-Resolution. Die bevorzugt Resolutionsschritte, bei denen eine der beiden Klauselpartner nur aus einem Literal besteht. Das heißt, das sind sogenannte Unit-Klauseln. Ja. Ja, warum, was ist die Idee dahinter? Schauen Sie, die beiden, wenn ich zwei Klauseln habe, wo jetzt, sagen wir mal, jede Klausel 5 Literale hat und ich mache einen Resolutionsschritt, wie viele Literale sind dann in der Resolvente drin? Nö, 8. Ich habe zwei Klauseln mit je 5 Literalen. Aus jeder Klausel verschwindet eins und die anderen werden zusammengeschmissen in die neue Klausel. Ja? Das heißt, ich kriege eine neue Klausel mit richtig vielen Literalen. Und das ist nicht so toll, weil das den Suchraum weiter vergrößert. Ja? Wenn ich hingegen mit einer Unit-Klausel einen Resolutionsschritt mache, also eine Klausel mit 5 Literalen, die andere mit einem Literal, was rauskommt, ist eine mit 4 Literalen. Wenn ich mit der Klausel mit 4 Literalen wieder einen Unit-Resolutionsschritt mache, dann kommt eine mit 3 Literalen. Das heißt, wir kriegen, wenn wir Unit-Resolution bevorzugen, dann geht es quasi relativ systematisch hin zur leeren Klausel. Wir kriegen immer kürzere Klauseln. Und das muss ja unser Ziel sein. Wir versuchen ja, die leere Klausel abzuleiten. Okay, also insofern, diese Intuition ist ganz nett, aber das ist eine Heuristik. Wir kriegen keine garantierte Suchraumreduktion, weil es kann ja sein, dass wir erst einmal irgendwie Resolutionsschritte machen müssen, mit denen wir unsere Klauseln brutal aufblähen, bis wir eine haben mit 100 Literalen, um sie dann wieder kleiner zu machen. Ja? So, wenn das der richtige Beweis wäre, dann führt das natürlich uns völlig in die Irre. Dann probieren wir erst alles Mögliche, um kleine Klauseln abzuleiten, merken irgendwann, hoppla, da geht nichts und fangen dann erst an, das andere auszuprobieren. Also, aber die wichtige ist, oder auch interessant, diese Strategie ist vollständig. Vollständig heißt, wir vergeben uns da nichts. Also, wenn es einen Beweis gibt, dann finden wir den irgendwann. Es dauert vielleicht sogar länger als ohne diese Strategie, aber immerhin, wir bleiben vollständig. Okay, dann haben wir die Set-of-Support-Strategie. Eine ganz wichtige Strategie, und zwar, wir definieren hier einen sogenannten Set of Support, ja? Also einen Support, ein Support ist der Träger oder so, Stützstellen. Und dieses Set of Support, das ist so eine Teilmenge unserer Klauselmenge, und zwar eine Teilmenge von der gesamten Klauselmenge, von W, B und nicht Q.
Wir definieren den, da kann ich nehmen, was ich will. Ja? So, und jetzt schränken wir unsere Resolutionsschritte ein. Wir erlauben nur Resolutionsschritte zwischen Klauseln aus dem Set of Support und dem Komplement. Also Resolutionsschritte innerhalb von dem Set of Support sind nicht erlaubt. Und die Resolvente, die wird dann zu dem Set of Support hinzugefügt. Ja, wir kriegen eine garantierte Suchraumreduktion, aber leider sind wir unvollständig, weil wenn zu dem Beweis jetzt eben ein Resolutionsschritt mit Klauseln aus dem Set of Support notwendig gewesen wäre, dann werden wir die nie anwenden. So, diese Strategie ist aber vollständig, wenn die Wissensbasis und nicht Q, also wenn quasi unsere ursprüngliche Klauselmenge ohne Set of Support erfüllbar ist. Also wenn das Komplement von dem Set of Support erfüllbar ist. Ja. Ja. Das entspricht dem, was wir heute Morgen diskutiert hatten in den Übungen. Wie war denn das da? Da haben wir doch gesagt, wir haben ein Problem, wenn wir Resolutionen machen, wenn die Wissensbasis, was darf denn die Wissensbasis nicht sein? Die darf nicht unerfüllbar sein. Das heißt, die muss erfüllbar sein. Oder anders gesagt, es darf kein Widerspruch aus der Wissensbasis allein ableitbar sein. Okay? Und so ist es hier auch. Wenn quasi das Komplement, schauen Sie, wir müssen zu jedem Resolutionsschritt, müssen wir eine Klausel aus dem Komplement verwenden. Ja? So. Wenn jetzt dieses Komplement alleine schon unerfüllbar wäre, dann könnte ich quasi einen Resolutionsschritt, dann könnte ich vielleicht die leere Klausel ableiten durch Resolutionsschritte nur innerhalb vom Komplement. Ja, genau. Wenn aber das Komplement erfüllbar ist, dann geht es nicht. Das heißt, dann brauche ich immer einen Partner, der aus dem Set of Support kommt. Und dann ist die Strategie eben vollständig. Ich meine, das war jetzt kein Beweis, aber so eine Plausibilitätserklärung. Ja, oft wird als initiales Set of Support die negierte Anfrage nicht Q verwendet. Ja, genau. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt von heute Morgen. Wenn wir das tun, dann sind wir tatsächlich vollständig. Vorausgesetzt, das Komplement hier, WB und nicht Q ohne das Set of Support ist erfüllbar. Ja, WB und nicht Q ohne nicht Q ist WB. Ja? Das heißt, wenn die Wissensbasis erfüllbar ist und wir starten mit nicht Q als initiales Set of Support, dann ist die Set of Support Strategie vollständig. Aber das haben wir ja ohnehin vorausgesetzt. Vernünftige Beweise führen können wir nur, wenn die Wissensbasis erfüllbar ist. Okay, also Set of Support Strategie. Dann haben wir Input Resolution. An jedem Resolutionsschritt muss eine Klausel aus der Eingabemenge, also aus WB und nicht Q, beteiligt sein. Ja, wir erzeugen ja viele abgeleitete Klauseln. Und wir dürfen keine Resolutionsschritte machen aus zwei abgeleiteten Klauseln. Das ist verboten. Wir dürfen zwar abgeleitete Klauseln verwenden, aber es muss immer ein Partner aus der Originalformel sein. Ja, und damit sind wir dann leider unvollständig. Es gibt zwar eine starke Suchraumreduktion, aber wir sind unvollständig. Ich meine, natürlich kann man... Man kann daraus natürlich auch wieder eine vollständige heuristische Strategie machen, indem man sagt, wir bevorzugen halt immer Resolutionsschritte
zwischen der Eingabemenge und dem Rest. Ja? Aber die anderen erlauben wir trotzdem. So, dann haben wir die Pure Literal Regel. Und das ist tatsächlich eine Strategie, die jeder Resolutionsbeweiser verwendet, weil die hat alle schönen Eigenschaften. Die ist nämlich vollständig und reduziert in Suchraum. Ja? Was passiert hier? Naja, es werden quasi Klauseln mit puren Literalen gelöscht. Da machen wir mal ein Beispiel dafür. Das sieht man relativ leicht, was da passiert. Wir haben eine Klausel A oder B oder C. Dann haben wir eine Klausel nicht A oder B. Und dann haben wir noch irgendwas mit A. Zum Beispiel. Ja. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt unsere Klauselmenge. Und aus der Klauselmenge können wir sofort die Klausel streichen. Warum? Genau. Gar nie geben kann. Ja. Das heißt, das hier ist ein pures Literal. Das heißt, aus der Klausel werden wir nie die leere Klausel irgendwie ableiten können. Weil egal, was wir an Resolutionsschritten machen, es wird immer dieses blöde C drin stehen bleiben. Kann man dann jetzt die zweite auch noch streichen? Nachhinein? Genau, ist richtig, ja. Dann kann man die auch noch streichen und dann bleibt das hier übrig. Also das ist übrigens sowas, das nennt man auch Preprocessing. Quasi bevor wir anfangen, einen Beweis zu führen, werfen wir Klauseln raus. Okay, dann haben wir noch die Subsumptionsregel. Hoppla. Ja. Und zwar, die besagt, wenn wir zwei Klauseln K1 und K2 haben und die erste Klausel, die Literale der ersten Klausel sind eine Teilmenge der Literale der zweiten Klausel, dann kann die größere Klausel gelöscht werden. Hier haben wir ein Beispiel. Erste Klausel heißt, wenn es heute regnet, dann ist heute die Straße nass. Und diese Regel ist überflüssig, wenn wir schon die Klausel haben, Straße nass von heute. Ja, das ist die speziellere und die hier, die wird uns nichts mehr bringen dann. Ja. Okay, das liefert uns eine garantierte Suchraumreduktion und ist vollständig und ist deswegen auch in allen Resolutionsbeweisern drin. So, dann haben wir jetzt wieder mal das Problem mit der Gleichheit. Wir werden es nachher auch gleich sehen an Beispielen noch, wie wir mit der Gleichheit umgehen können. Einerseits, wir können natürlich das hier, Sie sehen ja die Gleichheit, die ist jetzt hingeschrieben in Prädikatenlogik erster Stufe. Also die können wir schön in PL1 formalisieren. Das heißt, wir können einfach Gleichheitsregeln hinschreiben, haben wir ja auch schon gemacht. Wenn wir das aber tun, dann führt das zu einer üblen Suchraumexplosion. Ganz übel. Zum Beispiel nur diese Symmetrie hier. Dieses, wir können immer x gleich y ersetzen durch y gleich x. Und die Ersetzung können wir wieder rückgängig machen, das heißt, wir können uns unendlich im Kreis drehen. Genauso die Transitivität, wenn ich x gleich y habe und y gleich z, dann kann ich hier x gleich z herleiten und dann über x gleich z und y gleich z kann ich wieder
x gleich y und so weiter. Also das, wir können uns da ewig im Kreis drehen, ohne dass das wirklich neu was bringt. Ja. Das erzeugt eine ganz üble Suchraumexplosion. So, wenn wir einfach die Gleichheitsaxiome so hinschreiben als logische Regeln, und deswegen gibt es spezielle Gleichheitsbeweiser, die im Kalkül noch weitere Inferenzregeln eingebaut haben zum Umgang mit Gleichheit. Ja. Ich mache mal ein Beispiel, um diese Demodulationsregel zu erläutern. Ja, nehmen wir mal so eine Gleichheit wie ln von x mal y ist gleich ln x plus ln y. Ja. Das ist die Funktionalgleichung des Logarithmus. So. Ja. Und jetzt haben wir irgendwo in einem Beweis, in einer Herleitung, haben wir abgeleitet eine Formel, die lautet jetzt irgendwie g von x, y, also irgendein Ausdruck ist gleich ln von 4 mal f von u. So. Naja, und jetzt können wir, das wissen wir alle, so machen wir das ja auch dauernd in der Mathematik, jetzt können wir hergehen und auf diesen Ausdruck diese Gleichheit da oben anwenden. Das heißt, wir können jetzt quasi weiterschreiben, wir können das ersetzen durch die rechte Seite hiervon, also ln 4 plus ln f von u. So. Also, und was haben wir jetzt gemacht? Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt mehrere Schritte gemacht von dem, was wir schon kennengelernt haben. Und zwar, hier haben wir ln 4 mal f von u stehen. Jetzt haben wir gesehen, aha, da haben wir ein ln von einem Produkt. Da kennen wir doch eine Regel, nämlich die hier. Und was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir das Argument von dem ln hier unifizieren mit dem Argument. Das heißt, wir ersetzen x durch 4 und y durch f von u. Und jetzt auf diese Unifier können wir jetzt die rechte Seite anwenden. Das heißt, wir dürfen jetzt quasi das ersetzen durch die rechte Seite von unserer Gleichung. ln 4 plus ln f von u. Okay? So. Und genau das steht hier. Das ist die Demodulationsregel. Wenn wir eine Gleichung haben, t1 gleich t2, also Term 1 ist gleich Term 2. Die wird mittels Unifikation auf einen Term t wie folgt angewendet. Also, hier haben wir zum einen die Gleichung und jetzt haben wir irgendwo drin so einen Term stehen. Also hier zum Beispiel. Und wir können diesen Term unifizieren mit der linken Seite der Gleichung. Also Sigma von t gleich Sigma von t1. Und das stimmt, das geht ja hier. Wir können die beiden unifizieren. Wenn wir das können, dann dürfen wir unseren Term ersetzen in der Formel durch Sigma von t2. Also Unifikator angewendet auf die rechte Seite. Genau das haben wir gemacht. Also, das hier entspricht unserem t1.
und das entspricht dem T2. Und das hier ist unser T. Ja. So, das ist die sogenannte Demodulationsformel. Jetzt gibt es noch ein bisschen eine allgemeinere Formel, nämlich wenn diese Gleichheit, die ich habe, wenn die bedingt ist, wenn die irgendwie in einer komplexeren Klausel drinsteht, also da steht vielleicht drin, ich darf diese Formel anwenden, wenn mein x bestimmte Eigenschaften hat oder sowas. Ja? Das ist dann die sogenannte Paramodulation. Okay, gut. Ja, okay. Also, ich meine, das Problem, ich habe es vorhin schon angesprochen. Gleichungen, das Problem bei Gleichungen ist ja, dass die symmetrisch sind. Rechte Seite gleich linke Seite. Das heißt, da gibt es keine irgendwie Richtung, in der die anzuwenden sind. Auch hier nicht. Ich meine, wir haben es jetzt in der Richtung angewendet. Wir können die Gleichung aber genauso gut auch umgekehrt anwenden. Das heißt, wenn hier gestanden wäre ln4 plus ln f von u, dann hätten wir es andersrum anwenden können. Beziehungsweise, schauen Sie her, ja, jetzt haben wir das abgeleitet. Und jetzt können wir nämlich hier drauf das andersrum anwenden und dann haben wir wieder das. Also in der nächsten Zeile würde jetzt dann stehen, ist gleich ln von 4 mal f von u. Ich meine, das ist natürlich Unsinn und das Spiel können wir beliebig wiederholen. Das ist natürlich Unsinn, aber unsere formale Maschine, ist die Frage, ob die das merkt, dass sie hier Unsinn treibt. Ich meine, wir können das vielleicht schon verhindern. Wie können wir das verhindern, diesen Unsinn? Ist aber gefährlich. Überprüfen, ob es diese Formel schon mal gegeben hat? Ja, genau. Also quasi einen Zyklencheck einbauen. Ja? Das heißt, wir müssen dann aber immer schauen, ob irgendwo ein Term schon mal da war. Und das ist natürlich alles andere als trivial. Ich meine, sowas, das wäre jetzt ein Zyklus der Länge 2. Klar, sowas kann man einbauen. Wir merken uns immer quasi den vorletzten Term. Und schauen, ist der neue gleich dem vorletzten. Ja? Dann haben wir Zyklen der Länge 2 verhindert, aber damit haben wir natürlich Zyklen der Länge 3, 4, 5 bis unendlich nicht verhindert. Und das Verhindern von Zyklen beliebiger Länge, das geht natürlich in die Rechenzeit, weil ich muss eine ewig lange Geschichte speichern und jeden Schritt mit der ganzen Vorgeschichte vergleichen und so weiter. Okay, gut. Ja, aber ich meine, das, was du vorhin vorgeschlagen hast, Michi, das ist tatsächlich eine Möglichkeit und das führt dann zu sogenannten Termersetzungssystemen. Das heißt, wir verwenden gerichtete Gleichungen. Ja? Aber dann schreiben wir die Gleichungen gar nicht mehr so hin, sondern wir geben der Gleichung schon eine Richtung. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, wir wollen diese Gleichung nur in der Richtung anwenden. Wenn wir das wissen, dass wir das sowieso bloß in der Richtung brauchen, weil die Richtung vielleicht eine Vereinfachung darstellt, okay, ja, dann machen wir das so. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass unser Beweis durch sowas unvollständig werden kann. Nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die beschäftigen sich nur mit diesen Themen, nämlich mit Termersetzungssystemen. Und das führt dann auch zu speziellen Gleichheitsbeweisern. Und ja, zum Beispiel so Programmiersprachen wie in Mathematica, das ist ja eine funktionale Programmiersprache. Und da passiert sehr viel durch Termersetzung. Mathematica hat ja eingebaut, zum Beispiel Regeln, um Formeln zu vereinfachen. Und das sind Heuristiken. Ja? Also das heißt, wie ist denn das zum Beispiel? Naja, ich meine, wenn ich zum Beispiel so einen Ausdruck habe mit vielen Termen, mit Potenzen von x und y und so weiter, ich meine, die werden halt sortiert und zusammengefasst und so weiter.
Aber da, das sind alles Regeln, die in einer Richtung arbeiten. Das heißt, mehrere Terme mit der gleichen Variablen, die werden halt zusammengefasst und nicht auseinandergeschoben. Das sind dann Termersetzungssysteme, weil da geht quasi das Abarbeiten alles nur in einer Richtung. Also Mathematica hat zum Beispiel eben solche Termersetzungssysteme eingebaut, aber es geht nur in einer Richtung und damit wird natürlich gewaltig Suchraum eingespart. Okay, gut. Ja, ich denke, wir sollten Schluss machen. Okay. Also über die Beweise reden wir dann beim nächsten Mal.